Anybody who's really seen it. Wer es gesehen hat, betrachtet es mit ganz anderen Augen als diejenigen, die es nicht erlebt haben. Es hat etwas sehr Unheimliches, sehr Fremdartiges. Und wenn man zum ersten Mal das Leuchten des Polarlichts sieht, mag man es kaum glauben. Man fragt sich, wie ist das eigentlich möglich? Das Polarlicht ist ein sehr dynamisches Schauspiel. Voller Bewegung, Struktur, Schleier, Flackern, Pulsieren. All diese Dinge haben letztlich physikalische Ursachen, die wir noch nicht ganz verstehen. Es sind vor allem zwei Aspekte, die als treibende Kräfte der Polarlichtforschung wirken. Zum einen die von Neugier getriebene Wissenschaft, zum anderen die sehr speziellen Auswirkungen des Polarlichts. Es hat Stromsysteme zusammenbrechen lassen und beeinflusst auch Bereiche der Kommunikation und Navigation. Sollte es einmal Weltraumtourismus geben, ich denke dabei an Touristen, die das Polarlicht vom All aus sehen möchten, birgt es potenzielle Gefahren für die Astronauten. Das Weltraumwetter ist noch etwas sehr Rätselhaftes und nicht annähernd so gut erforscht wie das Wetter auf der Erde. Aber wenn wir eine Raumfahrtnation werden wollen, müssen wir das Weltraumwetter ebenso verstehen, wie die Seefahrernationen vor 300 Jahren unser Wetter verstehen mussten. In der kargen, arktischen Tundra Nordalaskas befindet sich eine Raketenabschussrampe, die nur alle paar Jahre zum Einsatz kommt. Bei diesen seltenen Gelegenheiten setzen Wissenschaftler Forschungsgeräte im Wert von mehreren Millionen Dollar aufs Spiel, die sie direkt in die Aurora Borealis schießen. Diese Raketen untersuchen die elektronischen Vorgänge, durch die das Polarlicht entsteht. Ein Phänomen, das auch nach Jahrzehnten der Forschung nur teilweise erklärt werden kann. Ein Abschuss der Raketen ist nur möglich, wenn klares Wetter herrscht und das Polarlicht am stärksten auftritt. In der Regel ist das in den ersten zwei Märzwochen. How many axes do we have? Two. All right. Well, we're looking at north, two. North, south, and east, west. Okay. All right. Well, I don't know which one's north, south, and east, west. Which is north, south, and east, west. All right. But it looks like we've got. Es sind nur noch Stunden, bis Paul Kintner, der weltweit erfahrenste Wissenschaftler auf dem Gebiet der Polarlichtraketen, seinen 33. Start durchführen wird. Fast 35 Jahre nach seiner ersten Rakete ist Kintners Leidenschaft für die Erforschung des Polarlichts ungebrochen. Deshalb stehe ich jeden Morgen auf und gehe zur Arbeit. Sie gibt mir die Kraft und das Durchhaltevermögen für die Versuche an diesen unwirtlichen Orten. Und vor allem den Mut, solche Risiken weiter einzugehen. Counting for Lynch on pad 4. I'd like station checks on channel 2, please. Go. Is Mark up there brain with you now? Brain safety is go. PM. Okay. Yeah, I'm what are the temperatures like today? Turn the payload on here. It was 67 up in the PM section. Okay. Is the snow going to cause any problems for us? Is that something you worry about? Us here? Yeah. Kintner bespricht letzte Einzelheiten mit dem NASA-Team, das angereist ist, um seine Rakete zu testen, zusammenzubauen und abzuschießen. Sie wird 5 synchronisierte Forschungssatelliten aussetzen, die die elektrischen Felder im Innern des Polarlichts messen und ein dreidimensionales Bild der dort herrschenden instabilen Energie liefern sollen. Wir untersuchen das Polarlicht nicht nur, weil es schön anzusehen und faszinierend ist, sondern weil es uns eine der seltenen Gelegenheiten bietet, den Kosmos vor unserer eigenen Haustür zu erforschen.
In einer Höhe zwischen 100 und 800 Kilometer über uns schimmert das Polarlicht in einem Bereich der äußeren Erdatmosphäre, der Ionosphäre genannt wird. Dieses Phänomen hat seinen Ursprung in der äußersten Schicht der Sonne, der Korona, einem glühenden, 1 Million Grad heißen Strahlenkranz. Bei diesen Temperaturen werden Elektronen aus Atomen herausgetrennt und bilden ein suppiges Gas aus elektrisch geladenen Teilchen, genannt Plasma. Dieses Plasma ist zu heiß, als dass es von der Schwerkraft der Sonne festgehalten werden könnte und entfernt sich in einem permanenten Strom, dem sogenannten Sonnenwind. Ein Teil davon rast mit einer Geschwindigkeit von über 1 Million Kilometer in der Stunde auf die Erde zu. In Erdnähe prallt der Sonnenwind auf die Magnetosphäre unseres Planeten, die das Leben auf der Erde vor den gefährlichen Sonnenpartikeln abschirmt. Ein kleiner Teil dieser Energie dringt dennoch in die obere Atmosphäre oder Ionosphäre vor und legt sich als Oval um die beiden Polregionen. Wenn die Solarpartikel auf die Gase der Ionosphäre treffen, überwiegend Sauerstoff und Stickstoff, werden die Atome zum Leuchten angeregt und strahlen in charakteristischen Farben, meist grün, mitunter aber auch blau und rot. Neben diesen grundlegenden Erkenntnissen ist jedoch noch vieles in der Erforschung der Polarlichter ungeklärt. Kindner will mit seinen millionenteuren Raketen die Antworten finden. Ich habe den Countdown schon bei weniger als 30 Sekunden abgebrochen, weil wir nicht dachten, dass das Polarlicht bleiben würde. Und das macht alle hier ziemlich nervös. Christina, pay attention. Yeah, this way. Thank you. Noch nie haben die Verantwortlichen der NASA Kindner und seine Kollegin Christina Lynch so nahe an eine echte Rakete gelassen. This is the fun part. I'm serious. Watching the rocket is... Der Start der Rakete ist kein Vergnügen. Es dreht einem den Magen um. Da stecken mehrere Millionen Dollar drin. Und wenn jemand einen Fehler macht, mir ist das schon selbst einmal passiert, muss man allen erklären, warum es keine Daten gibt. Bei einer Raketenmission wissen wir nie genau, was uns erwartet, selbst wenn die Rakete fehlerfrei arbeitet und alle Geräte einwandfrei funktionieren. Manchmal passiert etwas völlig Unerwartetes, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. So etwas ist uns vor 13, 14 Jahren passiert, als wir zu Forschungszwecken in Norwegen waren und eine Rakete in Richtung Nordpol schicken wollten. Wir hatten 1,5 Wochen auf die richtigen Wetterbedingungen warten müssen. Dann war es soweit und alles klappte wunderbar. Der Raketenabschuss von einer norwegischen Forschungsstation ließ auf der ganzen Welt die Alarmglocken schrillen. Eine gewaltige 4-stufige Rakete mit tonnenweise wissenschaftlichen Instrumenten an Bord wurde weit in die Erdatmosphäre geschickt, um die Polarlichter zu erforschen. Nach dem Start vom Raketenstützpunkt der Insel Andøya im Norden Norwegens legte sie 900 Meilen auf dem vorgesehenen Kurs ohne Zwischenfall zurück, bevor sie vor Spitzbergen ins Meer stürzte. Einige Stunden später berichtete eine russische Nachrichtenagentur, die Rakete sei von den russischen Verteidigungskräften abgeschossen worden. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht um die Welt und ließ im Westen die Telefonleitungen heiß laufen, während Journalisten und Regierungen zu klären versuchten, ob sich die Welt am Rand eines Krieges befand. Bei den Russen gibt es ein Szenario. Sie werden von einer unterseeisch aus einem norwegischen Fjord abgeschossenen Rakete angegriffen, die Richtung Moskau fliegt und der Führung den Garaus macht. Soweit ich weiß, war es ein russischer Oberst, der die Lage bewertete und schließlich sagte, das ist doch völlig absurd, entspannen Sie sich. Und wenn jemand bestraft werden muss, dann werde ich es eben sein. This is 2 proposals, 3 years. 3 years? Yeah. All for 10 minutes. But it'll be a good 10 minutes. Okay, I'd like to come down. That looks good. Let's
Damit Kindners Experiment erfolgreich verläuft, muss die Rakete direkt durch die sich schnell bewegenden Schleier eines aktiven Polarlichts fliegen, das genauso schnell verschwinden kann, wie es auftaucht. Den richtigen Zeitpunkt für einen Start zu bestimmen, ist einfach schrecklich. Jeder hat da eine eigene Methode. Manche verbringen ihre ganze Zeit damit, Daten von Satelliten und Bodensensoren auszuwerten. Ich gehe lieber raus und werfe einen Blick auf das Polarlicht. Manche Leute halten mich deshalb für altmodisch, aber ich gehe trotzdem noch immer gerne nach draußen und sehe es mir an. Inzwischen habe ich außerdem so viel Erfahrung, dass ich in der Regel vorhersagen kann, wie es sich in den nächsten 10 oder 15 Minuten verhalten wird. Man muss also in der Lage sein zu sagen, dass dieses Nordlicht sich an der richtigen Stelle befindet, die richtigen Merkmale aufweist und nicht verschwinden wird. Und das macht es so nervenaufreibend. Halo control, you go? Go. Radar? Go. Check 40, 41, 43. Flight vehicles, you go? Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tausende Kilometer südlich ist der Raketenwissenschaftler David Knudsen, ein ehemaliger Student von Kintner, unterwegs in die Universität Calgary. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass wir am Rand des Universums, 100 Kilometer über uns nach Verlassen der Atmosphäre, als erstes auf die untere Grenze des Polarlichts stoßen und damit auf ein Rätsel, das wir nicht lösen können. Knudsen ist auf dem Weg zu einem Treffen mit Kollegen, bei dem sie die offenen Fragen um das Polarlicht diskutieren wollen. Es ist noch immer ein großes Rätsel. Ich verstehe nicht wirklich, wie es überhaupt möglich ist und warum es passiert. Wahrscheinlich weiß niemand die Antwort. Knudsens Kollege, Eric Donovan, erläutert die bisherigen Erkenntnisse über das Polarlicht und weist auf die noch unbekannten Aspekte hin. Wenn man das Polarlicht begreifen will, muss man die Interaktion zwischen dem Sonnenwind und dem Magnetfeld der Erde verstehen und die Art und Weise, wie dieses Energie aus dem Sonnenwind zieht und welcher mechanische Vorgang abläuft, wenn ein Elektron in der Atmosphäre auf ein Molekül trifft und dieses dazu anregt, Licht abzugeben. Über die mechanischen Prozesse in der Ionosphäre wissen wir bereits recht viel, auch über das Herausziehen der Energie aus dem Sonnenwind. Bleibt die Frage, wie die einzelnen Elektronen ihre Energie beziehen und wie sie auf die obere Erdatmosphäre geschossen werden. Auch wie die Struktur im Polarlicht entsteht, wissen wir nicht. Wenn wir erst einmal den Ursprung der Struktur haben, wette ich, dass wir damit auch den Schlüssel zur Beschleunigung oder umgekehrt haben. Und wenn ihr das rauskriegt, habt ihr Chancen auf einen Nobelpreis. Polarlichtforscher in der ganzen Welt wollen als erstes das große Rätsel lösen und herausfinden, wie die von der Sonne stammenden Partikel so schnell in die obere Atmosphäre beschleunigt werden können, um das Polarlicht zu bilden. Welche Kraft treibt sie nach unten? Die zweite große Frage lautet, wodurch kommen die komplexen, wunderschönen Windungen, Wirbel und Muster im Innern des Polarlichts zustande? Es sind Formen, die in enorm großen und extrem kleinen Ausdehnungen zu beobachten sind, von kilometerweit bis nur wenige Meter breit. Mit der Beantwortung dieser Fragen wird das Polarlicht seine Geheimnisse preisgeben und uns gleichzeitig helfen, die Funktionsweise des Kosmos zu verstehen. Es hieß, es sei völlig klar. In Churchill sollte es klar sein und weiter im Norden schlecht.
Im Vergleich zu letzter Nacht klart es schon auf. Es ist auch nicht wirklich kalt draußen. Wir haben nur starke Verwehungen. David Knudsen quält sich durch einen arktischen Blizzard zu einer Forschungsstation, wo er, sofern das Wetter mitspielt, weitere Untersuchungen des Polarlichts anstellen will. Knudsen hofft dringend auf besseres Wetter, da er nur einmal im Jahr diese entlegene Station aufsucht. Er will hier sein Team von der Universität Calgary treffen, nicht um Raketen in den Himmel zu schießen, sondern um das Polarlicht vom Boden aus zu beobachten. Diejenigen von uns, die sich mit der Entwicklung von Raumfahrtinstrumenten befassen, müssen auch mal nach draußen und das Polarlicht mit eigenen Augen sehen, anstatt immer nur auf den Computerbildschirm zu starren. Jahrzehntelang war Churchill das Mekka für Polarlichtforscher, die hier hunderte von Testraketen in die Aurora Borealis katapultierten. Inzwischen teilen sich die einheimischen Inuit, einige wenige Wissenschaftler und Eisbären die verlassene Gegend. Bei Völkern des Nordens wie den Inuit gab es Erklärungen für das Polarlicht lange bevor die Raketenwissenschaftler kamen. Für die Inuit ist das Polarlicht die Brücke in die andere Welt, erleuchtet von Fackeln, die die toten Vorfahren in Händen halten. Ein Orientierungslicht für die kürzlich Verstorbenen. Die alten Wikinger auf der anderen Seite der Arktis sahen in den Lichtern tote Kämpferinnen oder Walküren. In all diesen alten Kulturen galt das Polarlicht als potenzielle Gefahr, die den Betrachter verletzen konnte, wenn es provoziert wurde. Die Europäer im Mittelalter wiederum glaubten, die Aurora sei ein Vorbote der Apokalypse. Während der letzten 250 Jahre begannen die Wissenschaftler, detaillierte Aufzeichnungen anzufertigen und ihre Beobachtungen zu klassifizieren. Doch nur mit visuellen Beobachtungen ließen sich die Ursachen des Polarlichts nicht erklären. Im 19. Jahrhundert begannen Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die Verbindung zwischen auftretenden Sonnenflecken und dem Polarlicht zu erkennen und mutmaßten, dass die Sonne für dieses prachtvolle Phänomen verantwortlich sein könnte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte der norwegische Wissenschaftler Christian Birkeland die Theorie, dass Partikel von der Sonne auf die äußere Erdatmosphäre prallten und so das Polarlicht entstand. Für ihn war diese Theorie bewiesen, als er in einem spektakulären Laborexperiment Elektronen auf ein magnetisches Modell der Erde schoss und dadurch ein künstliches Polarlicht erzeugte. Die Vorstellung, dass der Weltraum nicht leer, sondern voll von geladenen Partikeln sei, war revolutionär und wurde von der wissenschaftlichen Gemeinde weltweit abgelehnt. Am Ende starb er an einer Überdosis Drogen in Japan. Erst Ende der 50er Jahre konnte mit Hilfe der ersten von Churchill abgeschossenen Polarlichtraketen Birkelands Theorie belegt werden. Die Raketen bestätigten die Existenz von Elektronenströmen, die das sichtbare Polarlicht hervorrufen. Heute, 50 Jahre nach jenen Raketenversuchen, wollen Wissenschaftler die verbleibenden Fragen um das Polarlicht beantworten. Knudsen und sein Team hoffen mit einem Experiment eine Frage zu klären, die die Menschen seit Jahrhunderten fasziniert. Kann man das Polarlicht hier auf der Erde hören? Das hier ist die Messspule mit einer Empfindlichkeit von mehreren hundert Hertz.
Wir werden damit den Audiofrequenzbereich abhören. Alle elektromagnetischen Wellen, die im Zusammenhang mit dem Flackern und dem Polarlicht stehen. Polarlichtgeräusche sind ein Phänomen, das bislang noch nicht wissenschaftlich aufgezeichnet, aber schon von vielen Augen- oder Ohrenzeugen wahrgenommen und bei intensivem, dynamischem Polarlicht als rauschendes oder zischendes Geräusch beschrieben worden ist. Physikalisch ist es unmöglich, dass sich vom Polarlicht erzeugte Schallwellen bis zur Erde ausbreiten und dort noch hörbar sind. Vom Polarlicht erzeugte und von uns nicht wahrnehmbare Radiowellen hingegen gelangen sehr wohl bis zu uns. So hören sie sich an, wenn sie mit einer Funkantenne empfangen werden. Knudsen glaubt, dass es etwas in der Umgebung sein muss, Felsen oder Bäume, das wie eine Art Radio diese Signale in für uns wahrnehmbare Töne umwandelt. Es wurden Experimente mit Leuten durchgeführt, denen die Augen verbunden waren. Sie konnten genau sagen, wann das Polarlicht am intensivsten war. Im Grunde ist es einfach nur eine große induktive Empfangsspule und ein Empfangsgerät, das uns das Dartmouth College geliehen hat. Ich habe zwei Audiokanäle, die jeweils bis 20 Kilohertz gehen. Das wird wohl reichen. Wenn es also irgendwelche elektromagnetischen Geräusche oder Töne gibt, sollten wir eine perfekte Tonaufnahme zum Bild bekommen. Es ist ein Versuch wert. Bis jetzt hat es noch niemand gemacht. Es wäre genial, die Videobänder abzuspielen und gleich den Soundtrack dazu zu hören. Mir haben viele Leute davon erzählt. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich bin überzeugt, dass es stimmt. Zwar gelang es Knudsen, seinen extrem niederfrequenten Funkempfänger zu installieren, doch unter der meterhohen Schneedecke gab es keine Chance, etwas aufzunehmen. Er wird das Experiment im kommenden Jahr wiederholen müssen. Das Team richtet seine Aufmerksamkeit jetzt auf die Polarlichtkameras und hofft, dass das Wetter in dieser letzten Nacht in Churchill aufklart. In der Zwischenzeit sichten sie die Daten, die der 1,5 Millionen Kilometer entfernte SOHO-Satellit derweil sammelt und die ihnen Aufschluss über das Wetter im All und die Wahrscheinlichkeit eines auftretenden Polarlichts geben. Wissenschaftler wie Knudsen sind von einem Netzwerk an Weltraumwetterbeobachtungsstationen abhängig, die sich über den gesamten Globus verteilen. David Bottler ist der Leiter der kanadischen Sektion. Unsere Aufgabe hier ist es, Vorhersagen für das Weltraumwetter zu treffen, das durch Eruptionen auf der Sonne entsteht. Die Sonne schleudert Mengen von Elektronen und Protonen ins All. Wenn diese die Erde erreichen, interagieren sie mit deren Magnetfeld, wodurch dann auf der Erde magnetische Stürme entstehen. Das hier ist eine grafische Zusammenfassung der Eruptionen, die sich während der letzten Tage auf der Sonne ereignet haben. Hier ist eine aktive Region auf der Sonne dargestellt. Das hier ist eine Aufnahme des SOHO-Satelliten. Sie zeigt ein koronales Loch auf der Sonne und aus dieser Region wird ein konstanter Strom an Elektronen und Protonen ausgesandt. Der Grund, warum uns das beunruhigt, liegt darin, dass die magnetischen Stürme und die dazugehörigen extrem energiegeladenen Elektronen und Protonen enorme Auswirkungen auf Bodensysteme und Systeme im Orbit haben. Die Technik des Menschen wurde erstmals vom Weltraumwetter beeinflusst, als man in den frühen Tagen der Telegrafie Mitte des 19. Jahrhunderts feststellte, dass merkwürdige elektrische Impulse die Nachrichtenübermittlung störten. Mit der Entwicklung des Funkverkehrs zum Rückgrat des modernen Zeitalters wurden die Konsequenzen dieser Störungen tiefgreifender. Bis heute sind Flugzeuge, wenn sie in großen Höhen fliegen, auf Funkverkehr angewiesen, da sie sich außerhalb der Reichweite des Radars bewegen.
Ungünstiges Weltraumwetter kann es ihnen erschweren, den Kurs zu halten. Eindringende Sonnenenergie ist sogar in der Lage, Stromnetze ausfallen zu lassen und stärkere Korrosionen an Öl- und Gaspipelines zu verursachen. Außerhalb der Erdatmosphäre sind Satelliten anfällig für die Gefahren des Weltraumwetters. Viele von ihnen fallen deshalb immer wieder aus und berauben so Millionen Menschen ihrer Telefon-, Pager- und Fernsehversorgung. Zukünftige Weltraumreisende müssen das Weltraumwetter verstehen, wenn sie sich sicher und ohne Gefahr für Raumfahrzeug und Passagiere durch das Sonnensystem fortbewegen wollen. Trond Tronsen und Eric Donovan von der Universität Calgary installieren im nördlichen Nordamerika ein Netz aus Spezialkameras. Oh. Ja, wow. Mithilfe der Bilder wollen sie einem der größten Geheimnisse des Polarlichts auf die Spur kommen und herausfinden, wie in der oberen Atmosphäre die charakteristischen Strukturen größerer und kleinerer Bögen, Bänder und Wellen entstehen. Wenn man die Ausdehnung des Polarlichts betrachtet, wenn man das Glück hatte, in einer klaren Nacht direkt unter einem großen aktiven Polarlicht zu stehen, sieht man, dass die Struktur über Dutzende Kilometer reicht. Wenn man dann das Ganze durch ein Teleskop betrachtet, entdeckt man darin wieder weitere Strukturen, kleine Wirbel und Spiralen und Bänder. Und in diesem nochmal welche. Das Interessante ist meiner Meinung nach, die Ursache der Struktur zu verstehen und nicht so sehr, woher die Elektronen ihre Energie beziehen. Das werden wir wahrscheinlich innerhalb der nächsten 5 Jahre vollständig gelöst haben. Aber was dem Polarlicht seine Struktur verleiht, darüber werden wir uns noch Jahrzehnte den Kopf zerbrechen. Das Rätsel der Polarlichtstruktur zu entschlüsseln wird mehr als nur Zeit erfordern. Es werden die Anstrengungen einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen Disziplinen und eine Vielzahl von Instrumenten vonnöten sein. Deshalb lassen wir Raketen und Satelliten durch das Polarlicht fliegen, machen Aufnahmen unterschiedlicher Skalierung vom Polarlicht. Deshalb machen wir Bilder vom Polarlicht aus dem All, entwickeln Computermodelle und Theorien und setzen so viele Leute daran. Ich halte es ganz allgemein für eine sehr interessante Frage und das Gute daran ist, dass es eine so vielschichtige Materie ist, in die sich jeder hineinstürzen und etwas Interessantes für sich herauspicken kann. Das ist ein hochtransparenter Kuppelaufbau und der war nicht billig. Er wurde extra in England bestellt für ungefähr 300 britische Pfund. Es gibt 5 verschiedene Filter in diesem Filterrad. Das heißt, man kann 5 verschiedene Wellenlängen im Polarlicht betrachten. Grün, Rot, Blau und einige zusätzliche Bereiche. Ich mache verschiedene Aufnahmen. Solche, die den Himmel von Horizont zu Horizont untersuchen und andere, die nur einen sehr kleinen Bereich des Himmels abbilden, um eine richtige Nahaufnahme des Polarlichts zu bekommen. Bilder vom Polarlicht zu machen, ist eine Herausforderung, besonders wenn es wie bei mir hoch aufgelöste Bilder sein sollen. Man muss in die kleinsten Details im Polarlicht hineinzoomen und die bewegen sich ziemlich schnell hin und her. Die Verwirbelungen in Tronsens Aufnahmen halten die feinen Details des Polarlichts nahezu in Echtzeit fest, was für herkömmliche Kameras unmöglich ist. Es wird den Wissenschaftlern erlauben, die großen und kleinen Strukturen im Polarlicht zu messen. Ein wichtiger Schritt, um das Rätsel ihres Ursprungs zu lösen. Um die andere große Frage zu beantworten, nämlich wie die Energie hinunter in die obere Atmosphäre geschossen wird, muss man den Blick von oben auf das Polarlicht richten und die Vorgänge vom All aus beobachten.
Cluster-Mission der Europäischen Weltraumorganisation besteht aus 4 identischen Satelliten, die im Formationsflug Regionen der Magnetosphäre durchfliegen und so das Polarlicht aus allernächster Nähe untersuchen können. Die Satelliten sind inzwischen seit 5 Jahren im Einsatz. Ihr ursprünglicher Start vor 9 Jahren war allerdings ein Fehlschlag. Die Europäische Weltraumorganisation maß der Arbeit des Teams jedoch wegweisende Bedeutung zu und baute die Satelliten noch einmal neu. Jürgen Fulp ist der technische Leiter der Cluster-Mission. Sein Team steuert die Satelliten mit größter Genauigkeit, damit diese dreidimensionale Messungen des Polarlichts durchführen können. Dafür haben wir diese 4 Flugkörper, 4 identische Flugkörper mit jeweils 11 Instrumenten an Bord. Absolut identisch. Sinn und Zweck des Ganzen ist nun, dass jeder dieser Satelliten zur gleichen Zeit dieselben Eigenschaften des Plasmas während der Interaktion zwischen Sonnenwind und Magnetfeld der Erde misst. Durch 4 gleichzeitige Messungen bekommt man ein dreidimensionales Bild der physikalischen Prozesse, die im stellaren Raum ablaufen. Auf diese Weise konnte bereits ein Einblick in den Energiefluss in der Magnetosphäre gewonnen werden. Das meiste dieser Energie strömt in die Ionosphäre. Bei einem sehr seltenen Phänomen des Polarlichts, der sogenannten schwarzen Aurora jedoch, fließt die Energie in die umgekehrte Richtung. Die Existenz dieser Anti-Aurora konnte nachgewiesen werden, als die Cluster-Satelliten durch eine hindurchflogen. Der einzigartige Energiefluss der schwarzen Aurora könnte dazu beitragen, die Kräfte zu verstehen, die hinter der Elektronenbeschleunigung stecken. Soll den Satelliten die Möglichkeit gegeben werden, die verbleibenden Rätsel des Polarlichts zu lüften, benötigen sie die Zuwendung und Fürsorge engagierter Techniker und Ingenieure. Louise Jagger, seit 3 Jahren Ingenieurin für die Cluster-Mission, erzählt von der engen Beziehung, die das Team zu seinen Satelliten aufgebaut hat. Wir nennen sie unsere Babys. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass sie weiterfliegen. Ich wäre sehr unglücklich, wenn ich einen Fehler machen würde, der die Raumsonde in Gefahr brächte. Obwohl sie anfangs alle gleich waren, haben sie sich im Laufe der Zeit verändert. Nicht alle Instrumente funktionieren in jeder Sonde und die Batterien sind bei jeder in einem anderen Zustand. In dieser Hinsicht besitzen sie schon so etwas wie Persönlichkeit und man muss sie unterschiedlich behandeln. Eigentlich sollte die Cluster-Mission nach 5 Jahren enden. Heute hat das Team jedoch erfahren, dass die Europäische Weltraumorganisation die Mission um weitere 5 Jahre verlängert. Auf die nächsten 5 Jahre und dass wir Ende 2009 wieder hier stehen und ein erfolgreiches Ende der Mission feiern können. Bei aller Freude über die Verlängerung, die Satelliten werden viele Jahre über ihre vorgesehene Lebensdauer hinaus im Einsatz sein, was das Team vor neue Probleme stellt. Wir haben sorgfältig geprüft, ob wir es überhaupt machen können. Wir können es. Allerdings mit einigem Risiko und, wenn man es so nennen will, aus Lust an der Technik oder der Herausforderung. Für einen Ingenieur ist es natürlich auch interessant, wenn er überrascht feststellt, dass sein Satellit Sonnenfinsternisse übersteht. Die Satelliten arbeiten die meiste Zeit mit Solarenergie und verwenden Batterien nur während der seltenen Sonnenfinsternisse. Diese Batterien wurden für eine Betriebsdauer von 3 Jahren konzipiert und irgendwann werden sie schwächer werden. In 1, 2 oder 3 Jahren werden wir vielleicht gar keine Batterieleistung mehr haben. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung.
Am Morgen, nachdem die Verlängerung bekannt gegeben wurde, treibt es den wissenschaftlichen Leiter des Projekts, Philippe Escobé, schon früh an seinen Arbeitsplatz. Ihn begeistert die Aussicht, dass die Cluster-Mission in den nächsten Jahren die Antwort auf die große, noch offene Frage liefern könnte, was die Solarpartikel in Richtung Erde rasen lässt, um das Polarlicht zu bilden. Die Schlüsselfrage ist, wie werden diese Partikel, diese Elektronen beschleunigt, um auf die Atmosphäre zu treffen? Seit 25 Jahren suchen wir nach einer Antwort darauf. Irgendetwas beschleunigt die Elektronen und lässt so das Polarlicht entstehen. Dank dieser Verlängerung haben wir nun die Möglichkeit herauszufinden, durch welchen Mechanismus die Elektronen beschleunigt werden. Das Polarlicht mag zwar schon bald seine letzten Geheimnisse preisgeben, im Moment jedoch trotzt es den Versuchen der Wissenschaftler, die kein Risiko scheuen, um dieses Rätsel zu enthüllen. Als Paul Kintner seine Rakete in das Polarlicht schickte, ging er davon aus, genügend wertvolle Daten für ein paar Jahre Forschungsarbeit zu erhalten. Ich ging nach draußen, um die Rakete zu beobachten. Da sah ich, dass die dritte Stufe nicht zündete. Im gleichen Moment wusste ich, dass etwas schief lief. Wie sich herausstellte, war die Rakete ungefähr 20 Kilometer entfernt abgestürzt. Diese Aufnahmen der Bergung der Versuchsgeräte wurden von Kintners Team am folgenden Tag gemacht. Wir kennen die Ursache nicht. Wir wissen nur, was nicht funktioniert hat. Die dritte Stufe der Rakete hat nicht gezündet. Der Zufall wollte es, dass sie nur 60 oder 80 Meter entfernt von einer Strecke für Schneemobile runterkam. Deshalb konnten wir alles wieder einsammeln. Drei Bruchstücke, die Ladung und ein paar kleinere Teile. Es war also alles wieder da und wir konnten noch am Abend mit der Fehlersuche beginnen und uns die Tragweite der Situation klar machen. Sit, wait, stay. Zu Hause an der Cornell University verstaut Paul Kintner seine Wintersachen bis zum nächsten Raketenprojekt. Seine erste Aufgabe ist es, zusammen mit seinem Ingenieur Steve Powell die Trümmer auf noch verwendbares Material zu untersuchen. Die sind aus der Rakete, oder? Ja, aus dem vorderen Leitungssystem. Sieht nicht so aus, als hätte es die Aluminiumschicht durchdrungen, aber die Struktur ist verändert. Stimmt, aber der Zustand ist überraschend gut. Nach einem Rückschlag ist der erste Gedanke, wie können wir es besser machen? Können wir es überhaupt noch einmal machen? Muss sehr traurig für dich gewesen sein, Steve, das aufzumachen und zu sehen, was mit all deiner harten Arbeit passiert ist. Ja, da stecken 2 Jahre Arbeit drin. Aber wie gesagt, das sieht überraschend gut aus. Es muss jetzt ein neuer Antrag an die NASA gestellt werden, um das Experiment noch einmal durchzuführen. Und die NASA muss entscheiden, ob sie die Mittel dafür bereitstellen kann. Und hier, die Elektrofeldbehälter haben einiges abbekommen. Seit die amerikanische Regierung beschlossen hat, eine bemannte Mission zum Mars zu schicken, ist die Finanzierung von Polarlichtwissenschaftlern wie Kintner gefährdet. Es gibt bei der NASA seit jeher ein gespanntes Verhältnis zwischen der Wissenschaft und dem bemannten Raumflug. Dieser Spannung war man sich von Anbeginn des Raumfahrtprogramms, das Kennedy ins Leben rief, bewusst. Deshalb hat er den Kongress auch gebeten, den wissenschaftlichen Bereich vom Raumflugbereich zu trennen. Jetzt, wo diese Spannungen zutage treten, muss sich die NASA überlegen, wie sie die beste wissenschaftliche und gleichzeitig die beste Erkundungsarbeit leisten kann. Das zweite Mal ist immer einfacher. Ich wünschte, wir müssten es nicht wiederholen, aber wir müssen einen Weg finden.
We've got to find a way to make it happen. Das Weltraumwetter ist noch etwas sehr Rätselhaftes. Es ist nicht annähernd so gut erforscht wie das Wetter hier unten auf der Erde. Aber wenn wir eine Raumfahrtnation werden wollen, müssen wir das Weltraumwetter ebenso verstehen, wie die Seefahrernationen vor 300 Jahren unser Wetter verstehen mussten. Die gemeinsame Arbeit an der Erforschung des Polarlichts dient in erster Linie den Ländern in den Polarregionen. Das Schöne für einen Wissenschaftler ist, dass diese Zusammenarbeit nationale Grenzen überschreitet. Wir alle wissen, dass wir gemeinsam weit mehr erreichen können als in separaten Projekten. Ich weiß nicht, ob wir es je ganz verstehen werden, aber es besteht Hoffnung. Und deshalb denke ich, wir sollten ein bisschen von unserem Geld für seine Erforschung investieren, denn wenn wir es begriffen haben, wird es uns helfen, den Kosmos als Ganzes zu verstehen. Dieser jüngste Misserfolg ist in vielerlei Hinsicht verheerend, aber wir hoffen immer noch, etwas zu entdecken, bevor jemand anderes darauf kommt. Wir wollen diejenigen sein, die es erklären können.